Guten Abend, meine Damen und Herren. Wegen der Energiekrise brauchen die Bundesbürger offenbar vorerst nicht mit neuen Einschränkungen zu rechnen. Nach einer Kabinettssitzung in Bonn betonte heute Regierungssprecher Grünewald, dass die Bundesregierung gegenwärtig weder das Sonntagsfahrverbot auf Sonnabend ausdehnen, noch den Gebrauch von Zweitwagen verbieten oder die Heizöllieferungen einschränken wolle. Die Lage müsse aber nach dem 15. Dezember neu überdacht werden. Mit Grünewald spricht jetzt Friedrich Nowotny. Warum eigentlich nach dem 15. Dezember, Herr Dr. Grünewald? Was ist das für ein Datum? Herr Nowotny, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind ja auf die Informationen der Mineralölwirtschaft angewiesen. Und die Mineralölwirtschaft kann erst um den 15. Dezember herum beurteilen, wie die Versorgungslage und die Zufuhrlage im Januar sich gestalten wird. Ist es nicht richtig, dass die Bundesregierung in der Beurteilung der Gesamtlage zu Unsicherheit neigt? Mal Pessimismus in den letzten Tagen, heute wieder gedämpfter Optimismus, aufschiebender Optimismus. Wie kommt das? Nein, Herr Nowotny, die Beurteilung der Bundesregierung ist doch einheitlich gewesen. Es gibt natürlich den einen oder den anderen im Bundestag, der hier und da einen anderen Akzent setzt. Dies ist ganz natürlich aus der Interessenlage des einzelnen Abgeordneten. Aber die Lagebeurteilung durch die Bundesregierung hat sich eigentlich durch ein hohes Maß von Einheitlichkeit ausgezeichnet, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, einen ständigen, möglichst genauen Überblick über die Öllage zu haben. Das ist ja nicht so einfach. Der Schreckenskatalog, der heute in der Zeitung stand und der verbreitet worden ist, kommt ja nicht von ungefähr. Ist es vielleicht nicht doch ein Denkmodell, sagen wir einmal, für die Zeit nach dem 15. Dezember? Der Schreckenskatalog mag nicht von ungefähr kommen. Er kommt jedenfalls nicht aus der Bundesregierung. Und ich möchte mich heute nicht dazu äußern, was im Januar sein könnte, da niemand heute schon weiß, wie die Ölversorgungslage im Januar sein wird. Es wäre leichtfertig, ohne zu wissen, was im Januar ist, zu sagen, was an Beschränkungen nötig sein wird. Vielen Dank, Herr Dr. Grünewald, und damit gebe ich zurück nach Hamburg. Und so stellte sich heute nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die Lage auf dem Mineralölmarkt im Einzelnen dar. Die Versorgung mit Benzin scheint vorerst gesichert. Die Gesellschaften haben ihre Tankstellen angewiesen, alle Kunden gleich zu behandeln und, falls gewünscht, voll zu tanken. Auch bei Diesel sei mit einer Normalisierung in den nächsten Tagen zu rechnen. Für Dezember könnte die Nachfrage damit befriedigt werden. Voraussetzung dafür sei allerdings eine Lieferkürzung bei leichtem Heizöl, was angesichts der großen Vorräte beim Verbraucher möglich sei. Offenbar wird erwogen, dass Heizöltanks künftig höchstens zu 80% gefüllt werden dürfen. Größere Engpässe zeichnen sich vor allem bei schwerem Heizöl ab. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ist es erforderlich, dass Kohle als Ersatz für rund 6 Millionen Tonnen schweres Heizöl verwendet wird. Wie verlautet, soll die deutsche Stahlindustrie dem Ministerium zugesagt haben, von sofort an 25% ihres Bedarfs an schwerem Heizöl durch Kohle auszugleichen. Dieser Anteil würde innerhalb der nächsten 2 Wochen auf 50% erhöht. Ein 9-Punkte-Programm zur Vermeidung von Kurzarbeit und zur Sicherung der Arbeitsplätze legte heute die Bundestagsfraktion der CDU-CSU vor. Ihr regionalpolitischer Sprecher Warnke erklärte dazu, mit den Vorschlägen der Opposition solle der Stabilitätskurs ergänzt werden. Wir fordern daher Beseitigung der Kürzung der Mittel für Infrastrukturmaßnahmen und Arbeitsplatzschaffung, sofortige Durchführung staatlicher Konjunkturprogramme in den wirtschaftsschwachen Gebieten, Erleichterung von Investitionsmaßnahmen für die Gemeinden und die Rückgängigmachung der Einfuhrerhöhungen, insbesondere in den Branchen Textil und Bekleidung sowie Leder und Schuhe aus dem Ostblock. Wir wollen im Grundsatz wieder Geltung verschaffen. Sicherheit der Arbeitsplätze muss vor Osthandelspolitik gehen. Zu den Auswirkungen der Energiekrise auf andere Wirtschaftsbereiche nun ein Bericht von Harald Brandt. Die chemische Industrie ist am ärgsten von der Rohölverknappung betroffen. Sie gehört zu den Großverbrauchern und kann kaum auf andere Rohstoffe ausweichen. In den letzten Tagen, so erklärte ein Verbandssprecher heute, ist die Versorgung erheblich gekürzt worden, zum Teil sogar um 40%. Um überhaupt noch Rohstoff zu bekommen, hat die chemische Industrie zuletzt 3-mal mehr für Rohbenzin gezahlt als noch vor einem halben Jahr. Eine Vorratswirtschaft gibt es in der chemischen Industrie nicht. Wenn die Raffinerien den Hahn zudrehen, kann nicht mehr ausreichend produziert werden, die teuren Anlagen wären nicht mehr rentabel und müssten geschlossen werden.
Einige Chemieproduzenten haben bereits ihre Lieferungen an die weiterverarbeitende Industrie einschränken müssen, weil sie nicht mehr ausreichend mit Rohstoffen versorgt wurden. Größere Sorgen hat die Automobilindustrie. Zwei Werke, Opel und Ford, haben bereits Kurzarbeit angemeldet. Auf den Lagerplätzen aller deutscher Autowerke stehen 350.000 Fahrzeuge, mehr als die Produktion eines Monats. Der Rückgang im Auftragseingang betrug allerdings schon im Oktober alarmierende 30%. Diese zunächst konjunkturell bedingte Tendenz könnte sich nach Meinung der Automobilindustrie durch die psychologische Wirkung der Energiekrise sowie die steigenden Benzinpreise noch verstärken. In der nordrhein-westfälischen Eisen- und Stahlindustrie mit 200.000 Beschäftigten sollen Löhne und Gehälter vom 1. Dezember an um 11% erhöht werden. Die Tarifpartner einigten sich am Morgen in Düsseldorf außerdem auf eine Laufzeit der Verträge von nur 10,5 Monaten. Die Tarifverträge für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der metallverarbeitenden Industrie Nordrhein-Westfalens sind heute von der IG Metall gekündigt worden. Die Gewerkschaft verlangt 15% bei verkürzter Laufzeit. Lohn- und Gehaltserhöhungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von ebenfalls 15% sowie ein einheitliches Urlaubsgeld von 300 Mark sind heute von den Gewerkschaften angemeldet worden. Der ÖTV-Vorsitzende Klunker bezeichnete diese Forderungen angesichts der Lebenshaltungskosten als angemessen. Die Auswirkungen der Energiekrise könne noch nicht eingeschätzt werden. Die DAG sprach sich demgegenüber für Gehaltserhöhungen von 14% sowie ein einheitliches Urlaubsgeld von 400 Mark aus. Die Tarifforderungen für den öffentlichen Dienst sind inzwischen von der Bundesregierung als zu hoch bezeichnet worden. Für Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot in der Bundesrepublik ist heute in Wiesbaden eine bundeseinheitliche Regelung beschlossen worden. Danach haben Autofahrer einen Bußgeldbescheid über 500 Mark zu erwarten, wenn sie sich irgendwann an den kommenden drei Sonntagen ans Steuer setzen. 80 Mark soll es kosten, wenn ein fahrberechtigter Autofahrer seine Sondergenehmigung vergessen hat. Zum Abschluss ihrer dreitägigen Beratungen in Algier haben heute die Staats- und Regierungschefs der arabischen Länder und der Palästinenser ihre grundsätzliche Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit Israel erklärt. Zugleich machten sie jedoch deutlich, dass es ohne eine Erfüllung ihrer wesentlichen Bedingungen, nämlich der Befreiung aller von Israel besetzten Gebiete sowie der Wiederherstellung der nationalen Rechte der Palästinenser im Nahen Osten, keinen Frieden geben werde. Um diese Ziele zu erreichen, wollen die Araber das Erdöl weiter als politische Waffe gebrauchen. Überschattet war die Konferenz von der Frage einer künftigen Vertretung der Palästinenser. König Hussein von Jordanien hatte gedroht, die bevorstehenden Friedensverhandlungen zu boykottieren, falls der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO das Alleinvertretungsrecht übertragen werde. Dazu, mit technischen Schwierigkeiten aus Algier überspielt, ein Bericht von Gerhard Konzelmann. Diese Konferenz hat entschieden, König Hussein von Jordanien ist nur noch König von Transjordanien. Da wird es nicht in dieser Schroffheit gesagt und auch nicht im Kommuniqué verkündet. Doch die Entscheidungen dieser Konferenz laufen genau darauf hin. Künftig werden im Gebiet von Nablus und Jerusalem und im Gebiet von Jericho die Palästinenser zuständig sein, wenn dieses Gebiet jemals an die Araber zurückgegeben wird. König Hussein, und das ist wohl die schärfste Konsequenz für ihn, die ihm überhaupt passieren konnte, wird künftig nicht mehr zuständig sein für Jerusalem, der Stadt, in der sein Herz bisher am meisten gehängt hat. Begeisterung über die erreichten Beschlüsse herrscht nicht hier im Palais des Nations in Algier. Bei Konferenzende beginnt die Diskussion, ob es klug war, die Vertretung der Rechte der Palästinenser allein den Kommandoorganisationen zu überlassen. Sadat muss damit rechnen, dass Israel mit Härte reagiert. Die Hoffnung auf Israels Rückzug aus dem Gebiet westlich des Jordan ist geringer geworden. Die klugen Köpfe hier sagen, König Hussein kann es nur schwer verantworten, nicht nach Algier gekommen zu sein. Anwar al-Sadat zieht sich jetzt aus dem Problemkreis Jordanien und Palästinenser zurück. Seine eigenen Interessen gehören der Halbinsel Sinai, vor allem aber dem Suezkanal. Für die Öffnung des Suezkanals wird sich Sadat einsetzen. Die Gipfelkonferenz hat zugestimmt, dass mit wirtschaftlichen und mit militärischen Waffen gekämpft wird, solange bis die besetzten Gebiete frei sind. Die Hoffnungen auf eine Lockerung des Ölboykotts erfüllen sich. Die arabische Gipfelkonferenz honoriert den neuen Standpunkt Europas. Die Aufforderung an Israel, die eroberten Gebiete zu räumen. Arabien wünscht eine enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Europa. Die Irrfahrt des entführten Jumbojets der niederländischen Verkehrsgesellschaft KLM ist zu Ende. Nach mehrstündigen Verhandlungen ergaben sich die Terroristen heute Nachmittag auf dem Flughafen des Emirats Dubai und ließen ihre letzten 11 Geiseln frei. Die drei Palästinenser gaben auf, nachdem ihnen freier Abzug zugesagt worden war.
Das Bundeskabinett hat heute ein neues Wehrstrukturkonzept verabschiedet, das morgen dem Bundestag vorgelegt wird. Danach soll die Bundeswehr um 30.000 Mann von gegenwärtig 495.000 auf 465.000 verringert werden. Mit Bundesverteidigungsminister Leber sprach Ernst Dieter Luft. Wird das Wehrpflichtprinzip, Herr Minister, durch die neue Struktur verändert? Wir haben viele Überlegungen angestellt und ich will gar nicht verhehlen, dass wir auch intensiv darüber nachgedacht haben, ob wir nicht zur freiwilligen Armee, zur Armee von Berufssoldaten übergehen können. Wir sind aber davon abgekommen, das können wir ganz einfach nicht bezahlen. Eine freiwillige Armee ist viel zu teuer. Wir müssen daher für die überschaubare Zukunft bei der Wehrpflichtarmee bleiben. Also Wehrpflicht bleibt. Bleibt es auch bei den bisherigen Stärkeverhältnissen der Bundeswehr oder ändert sich da irgendwas? In den Stärkeverhältnissen sind wir nicht frei, sondern sind eingebunden in die Abmachungen mit dem Bündnis. Wir müssen unseren Beitrag zum Bündnis erbringen. Die neue Wehrstruktur wird also die Zahl der Soldaten nicht verändern. Aber es gibt organisatorische Veränderungen. Es gibt eine Reihe organisatorischer Einschnitte, die sehr tief eingreifen, die ganz einfach das Ziel haben, mittels einer neuen Struktur Mittel, die vor allen Dingen im Personalkostenbereich entstehen, freizumachen und dafür die Modernität der Armee auch für die 80er Jahre sicherzustellen. Steht die Struktur in irgendeinem politischen Zusammenhang mit den Verhandlungen über die ausgewogene Truppenreduktion? Wir bemühen uns sehr, dass wir bei diesen Verhandlungen gemeinsam zu einem Erfolg kommen. Die neue Wehrstruktur steht aber nicht in einem Zusammenhang mit MBFR. Das heißt, sie darf Ergebnisse von MBFR nicht vorwegnehmen, als eine Vorleistung der Bundesrepublik. Sie muss im Übrigen aber der Struktur nach offen sein für denkbare Ergebnisse, die dort am Verhandlungstisch erzielt werden können, sodass wir dann, wenn sie da wären, nicht eine neue Wehrstruktur hier einrichten müssten. Die deutsche Lufthansa will so schnell wie möglich ihren vollen Flugplan wieder aufnehmen. Die Weihnachts- und Winterflugpläne sollen nicht eingeschränkt werden, nachdem die Fluglotsen ihren Dienst wieder wie üblich versehen. Im Düsseldorfer Rheinstadion geht in wenigen Minuten die erste Halbzeit im Achtelfinalspiel des UEFA-Pokals zwischen Fortuna Düsseldorf und Lokomotive Leipzig zu Ende. Um 3:30 lief heute Nachmittag der erste von zwei Sonderzügen aus Leipzig kommend auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof ein. Etwa 1000 Fußballanhänger aus Sachsen wollen heute Abend im Rheinstadion ihrer Mannschaft, den ersten FC Lokomotive Leipzig, im UEFA-Cup-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf unterstützen. 100 Mark kostet sie diese Reise. Wie war denn die Reise so? Normal. Lange gedauert? Wir müssen doch runter. Wann sind Sie abgefahren heute Morgen? 6:48 Uhr. Haben Sie noch Hotels hier? Nein. Heute Abend geht's zurück. Wir werden gewinnen. Wir hoffen wir. Deshalb sind wir mit hergefahren, zum Unterstützen. Wir haben ja auch noch das Rückspiel. Und wir haben 100.000 Mann Stadion. 3-0. Heute 3-0. Und nächstes Mal? Ja. Ja, mal sehen. Mal sehen, was Leipzig macht. Wir freuen uns auf das Spiel heute Abend. Die Fußballer selbst waren bereits gestern per Flugzeug eingetroffen und unternahmen mit Horst Scherbaum, ihrem Trainer, heute Vormittag eine Busfahrt durch die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Ihr Rundgang durch die berühmt-berüchtigte Düsseldorfer Altstadt heute früh kam eher einer Vorbesichtigung gleich. Nach dem Treffen heute Abend wollen die Lok Leipzig-Spieler den Rundgang als Lokalbummel wiederholen. Ausschnitte aus dem Spiel bringt das deutsche Fernsehen ab 22.50 Uhr. Und nun aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 29. November. Am Südwestrande des nordosteuropäischen Tiefs gelangt weiterhin Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland. Zwischen ihm und dem Hoch, das von der Biskaya